Hey meine Freunde, ganz herzlich willkommen zu einem komplett neuen Fortnite Roleplay. Und ja meine Freunde, heute sind wir als Astronaut auf einem Raumschiff. Freunde, falls ihr Bock habt, könnt ihr natürlich an der Stelle diesen Kanal hier abonnieren, die Glocke aktivieren. Und auf Ehre, wenn ihr Bock habt, kommt auch sehr gerne auf Twitch vorbei, da bin ich jeden Tag live von 13 bis 16 Uhr oder so. Wir zocken da halt Roleplays zusammen, machen Minecraft-Videos etc. pp. Und auf meinem zweiten Kanal kommen auch Minecraft-Roleplays, könnt ihr gerne nach diesem Video abchecken. Und jetzt ganz viel Spaß damit. Ja, meine Freunde, das sind unsere Betten. Hier sind wir aufgestanden. Das ist der Herr Kommandant Grasblock. Das ist ein sehr guter Kollege von mir. Hallo. Bist du schon wach? Ja, ich bin schon wach. Boah, du hast gerade eben noch geschnarcht wie ein Schwein. Oh, okay, die Schweine damals noch auf der Erde. Ich vermisse die. Ja, Freunde, auf jeden Fall. Ich gehe jetzt mein Gesicht abwaschen. Wir müssen jetzt zu dem Kommandanten gehen, der führt das ganze Schiff. Ich muss jetzt erstmal mein Gesicht abwaschen. So, ein bisschen Mundspülung nehmen. Und ja, meine Freunde, dann gehen wir mal zu ihm. Also die Geschichte von dem ganzen Raumschiff ist, warum wir hier sind. Nämlich früher ist die Erde kaputt gegangen. Ein Meteorit hat die Erde zerstört und wir sind ja vorher, Gott sei Dank, davon weggekommen mit diesem Raumschiff. Ich kann euch gerne noch alles mal zeigen. Wir suchen auf jeden Fall eine neue Erde, damit wir endlich dort mit unseren Familien leben können. Wir haben hier mehrere Lagerhäuser. Wir haben hier sehr viele Leute, die als Mitarbeiter dienen, die komplett das Raumschiff so halten, dass wir noch lange überleben können. Und ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass wir bald eine neue Erde finden. Und ich bin hier als ein ganz normaler Mitarbeiter. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal den Rang habe, irgendwie auch hier mitzuwirken. So, da vorne ist unser Kommandant, der da ganz vorne ist. Hey, was geht, Amy? Alles klar bei dir? Ja, alles klar bei mir. Bei dir? Ja, auch ganz gut. Wie laufen eigentlich die Arbeiten hier oben? Ja, ganz gut. Sehr schön. Ich frage mich gerade, was mit unserem Boss los ist. Warum steht er nur da? Ich habe euch erwartet. Sind alle zahlreich erschienen oder fehlt noch jemand? Zwei fehlen noch. Zwei fehlen? Ja. Namen und Rufnummer bitte. Ich glaube, das ist Only TV, Sir. Okay, Code 2178. Perfekt. Wir gehen unten in den Besprechungsraum, denn wir müssen einiges besprechen, wie die Zukunft jetzt hier weitergeht. Wir sind jetzt schon sehr lange auf dem Schiff, seitdem unsere Erde kaputt ist. Und wir müssen auf jeden Fall besprechen, wo wir überhaupt jetzt hinfliegen, weil wir liegen eigentlich komplett ziellos mitten in den einen bis zu den nächsten Crash hinein. Ja, meine Freunde, ich hoffe auf jeden Fall, dass unser Boss jetzt hier irgendwas Cooles findet, wo wir hingehen können. Ich habe mir vorgenommen, auf den Planeten Ceronix zu gehen. Er ist erdgleich. Hat Sauerstoff für uns und ist nährreich. Dafür müssen wir aber sehr lange fliegen. Aber würdet ihr lieber weiter fliegen wollen oder auf dem Planeten Ceronix sein? Dürfte ich nochmal was sagen, Herr Kommandant? Ja. Und zwar, wir haben hier den Neptun und man muss ehrlich sagen, der Neptun ist der am nächsten zu uns und wir könnten dorthin fliegen. Wir würden halt jetzt mehrere Wochen noch brauchen, aber wenn wir dann dort sind, dann könnten wir dort vielleicht eine neue Zivilisation bilden. Ich meine, wir haben hier sehr viele Menschen, die hier im Hangar sind, komplett eingesperrt mit Essen und so. Wenn wir jetzt das lange Zeit jetzt nichts mehr machen und keine Erde finden, dann werden die alle sterben. Und wir haben bald kein Essen mehr für alle. Ja, deswegen würde ich ja lieber zu dem Ceronix fliegen, anstatt zu Neptun, weil Neptun wurde nämlich durch die Explosion unserer Erde beschädigt. Und was ist dieser Ceronix, wie weit ist er noch? Um die 2000 Lichtjahre. Kommandant Grasblock, möchtest du uns mal sagen, wie weit der ist? Wenn ich am Schiff ein bisschen was daran ändere, so programmiere und so, dass es ein bisschen schneller geht, dann könnte es vielleicht ein bisschen schneller sein, als Kommandant gesagt hat. Das heißt, Sie könnten die Lichtgeschwindigkeit modernifizieren? Ja, ich könnte sie schneller machen. Dann ab an die Arbeit. Leute, okay. Lichtgeschwindigkeit modernifizieren und Kurs auf Ceronix. Okay, sehr gut. Freunde, wir müssen jetzt auf jeden Fall als Arbeiter alles dafür geben, dass das Schiff schneller wird, damit wir auf die neue Erde kommen. Ich werde hier mir einen Partner aussuchen und mit ihnen dann quasi in Hangar nach ganz unten gehen zu den Systemen und da kann mir jemand auf jeden Fall helfen. Starkiller, Bro? Jo. Hättest du Lust, mit mir kurz zum Hangar nach unten zu gehen und alles zu entschärfen? Kann ich machen. Okay, sehr gut, Bro. Dann komm mal mit, lass uns mal nach ganz unten. Ja, Freunde, auf jeden Fall, der Starkiller hilft mir jetzt. Er ist schon ein sehr, sehr guter Kollege. Ich kenne ihn ja schon lange. Ja, Bro, du bist ja schon da, ne? Ja, ich bin der Rote. Ah, du bist der Rote, Bro. Sehr gut. Bro, dann würde ich sagen, laufen wir mal einfach mal in die Richtung. Dann hilfst du mir einfach und dann können wir das Ganze einfach regeln. Was hältst du eigentlich von der ganzen Sache? Denkst du, wir werden das Ganze überleben? Ich zweifle ein bisschen an den Plan. Ich weiß es nicht, Mann. Ich hoffe einfach, dass wir das überleben. Ich meine, die ganzen Menschen, die wollen halt auch irgendwann mal hier weg, Freunde. Die sind hier irgendwo alle ganz eingesperrt. Und dieses Raumschiff ist halt so komplett riesig. Wir haben auch bald keinen Sprit mehr so dafür. Und das ist dann halt einfach auch ein Problem. Halt neue Nahrungsmittel.
Wir brauchen noch ein neues Essen, Mann. Das ist wichtig. Digga, weißt du, was geil wäre, wenn wir jetzt das entschärfen könnten? Dann würde der Kommandant uns so richtig loben und sagen, ja, hey, ihr habt das gut gemacht. Und dann würde ich vielleicht einen Rang weitersteigen, dass ich dann auch mit ihm mitwirken kann und auch mitentscheiden kann, wo wir hinfliegen. Ja. So, nee, ich glaube, wir gehen gerade falsch. Komm mal mit, wir gehen in die falsche Richtung. Komm mal mit. Wir müssen so in die Richtung, Freunde. Und gleich nach rechts, dann sind wir da. Und wenn wir dort diese Bombe entschärfen, dann wäre das perfekt. So, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen weitergekommen. Hier sehen wir den Raumschiff, also quasi komplett das Innere. Und wir müssen ein paar Teile reparieren. Und diese Teile müssen wir halt quasi noch am Raumschiff außen ab angeben. Oder quasi, ihr wisst schon, so installieren. Dann wird das Ganze auch besser. Und ja, kommst du nochmal mit, Diggi? Mhm. Wir müssen da jetzt hier hoch. Und dann können wir die ganze Bombe da entschärfen. Und wenn wir das schaffen würden... Nee, warte, hier ist ja gar kein Eingang. Wir müssen, glaube ich, in diese Richtung gehen, oder? Ja, ich glaube schon. Ah, sehr gut. Ja, das ist diese Richtung. Komm einfach mit. Okay. Freunde, das wäre richtig, richtig toll, wenn wir das schaffen würden. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich muss ehrlich sagen, das sieht schon richtig cool aus. Hier gibt es dann nochmal Treppen. Also das ganze Raumschiff ist halt so krass groß und... Weiß nicht, ich feiere das Ganze einfach. Und ey, Bro, nicht da runter gehen. Du musst aufpassen, weil wenn das hier runterfällt, dann bist du tot, Digga. Das ist halt komplett krass. Wir müssen auch aufpassen. Es könnte jederzeit irgendein Meteorit auf unser Schiff fliegen. Ah, nee, wir müssen in die Richtung, sorry. Okay, Freunde, wir sind fast da. Kommst du mit, Bro? Mhm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich würde dir sagen, schau mal, siehst du diese Drähte, die da draußen sind? Wir müssten die ein bisschen enger machen, dass das ein bisschen mehr Druck hat. Und dann würde das Schiff auch schneller werden. Okay, ich mach das dort hinten. Okay, sehr gut, mach das, dankeschön. So, Leute, dann gehen wir hier mal nochmal nach oben und versuchen das Ganze hier oben irgendwie noch zu klären. Ich werde versuchen, das Teil hier, was da dran ist, ein bisschen zu vergrößern. So, quasi an der Seite. So. Okay, sehr gut, ich habe es jetzt geschafft. Warte mal, das Schiff wackelt. Oh mein Gott, Bro, wackelt das Schiff bei dir auch? Ja. Bro, oh mein Gott, wo bist du, Bro? Ich bin unten. Bro, ich komme nicht mehr, es wackelt zu sehr. Oh Gott. Okay, boah, es hat jetzt langsam aufgehört. Sehr gut. Bro, dann lass uns direkt zum Kommandanten und ihm Bescheid geben. Ich denke mal, das Schiff ist um einiges schneller geworden. Dann können wir auch viel, viel, viel schneller zu dieser neuen Erde kommen. Ich weiß nicht, Cyronix oder so, ich weiß nicht, wie das genannt wird. Ich hab jetzt richtig zugehört. Ah, oh, geil, Bro. Wenn wir da schneller ankommen, das wäre auf jeden Fall toll und vielleicht kommen wir sogar einen Rang höher. Das ist gut. Ja. So, sehr gut, Bro. Dann würde ich sagen, laufen wir einfach mal die Treppen da lang, gehen nach oben... Und dann ist das Ganze auch ganz, ganz, ganz gechillt. Leute? So perfekt. Ja? Hat's auch hier, also habt ihr euch auch gewundert, warum es gewackelt hat? Ja. Weil oben ist gerade ein kleiner technischer Defekt. Ich muss kurz gucken. Warte, wie bitte? Aber ich dachte, Bro, nein, Digga, das kann doch nicht sein, dass da ein Defekt ist. Wir müssen denen erzählen, dass wir das waren, dass wir das Schiff schneller gemacht haben. Komm einfach mit, Bro. Die werden schon gleich sehen, Digga, die werden schon gleich sehen, dass wir das waren. Mann. Ey, Diggi, ich sag dir ehrlich, wenn der Chef uns jetzt gleich keinen Rang hochgibt, ne, dann weiß ich auch nicht mehr, weißt du? Bro, du musst auf jeden Fall einen Rang höher werden. Ich bin auf Rang 10 oder so. Und wenn ich auf Rang 9 komme, dann ist das richtig gut für mich. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre richtig, richtig gut. Irgendwann mal möchte ich so ein Schiff führen, Freunde. Und auch so neue Kolonien entdecken. Und was auch immer. Das wäre richtig, richtig nice. Alter, so, dann gehen wir hier mal nach oben. Und schauen mal... Und schauen mal, was der Chef denn dazu sagt. Ich kann dir gleich sagen, dass das Schiff wegen uns schneller geworden ist. Emmy, Seitenwinkel nach links. Seitenwinkel nach links. Wir drehen. Kommandant drehen, Schweinebacke? Ja. Ich und Starkiller haben auf jeden Fall was unten an den Pumpen festgestellt. Da war ein kleiner Defekt. Wir haben die ein bisschen mehr zusammengedrückt. So konnten wir das quasi ein bisschen entspannter machen. Und das Schiff ist in dem Moment ein bisschen gewackelt und wir haben so einen kleinen Schub gemerkt. Also ich und er gehen sehr stark davon aus, dass wir das Schiff um 50% schneller gemacht haben. Ihr habt was an den Pumpen gemacht? Ja. Und unser Deck? Beziehungsweise unser Steuer, hinten die Triebwerke fallen langsam aus. War das nicht gut oder was? Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Habt ihr irgendwas gestellt und in dem Moment hat es gewackelt? Nein, ein bisschen später, aber das Ding ist, das war ja ein kleiner Defekt, den wir aufgehoben haben. Also kann es ja gar nicht sein, dass das schlechter geworden ist, weil wir haben es ja verbessert. Vielleicht halten auch den Druck 50% schneller. Vielleicht halten das ja auch die Triebwerke nicht aus. Das glaube ich nicht. Ich meine, immerhin war... Nein, das ist ganz sicher. Ich und Starkiller haben uns das wirklich
zu Herzen genommen und wollten auch keinen Fehler machen. Deswegen, der Kommandant Grasblock meinte, er hat irgendwas gemacht. Möchtest du sagen, was du gemacht hast? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur herausgefunden, dass ein technischer Defekt wegen den Pumpen da liegt. Jetzt schieb's nicht auf mich, Mann. Alarm, Triebwerke sind ausgefallen. Triebwerke? Okay, warte. Emmy, Schub nach vorne, Co-Kommandeur, Kurs auf links, wir müssen das Schiff stabilisieren. Alter! Das ruckelt schon wieder. Mann, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht, Natus? Sir, was? Ich werde die ganze Schuld auf mich nehmen. Das war meine Idee. Bro, ist das denn ernst? Warum? Was hast du denn gemacht? Es war meine Idee, dass wir die Pumpen festschrauben. Pumpen festschrauben? Was? Das ist auf jeden Fall sehr nett von ihm, Freunde, dass er das Ganze auf sich aufnimmt. Er ist halt ein richtig guter Freund von mir. So, eigentlich war das meine Idee. Sorry, das war meine Idee. Er macht nur Witze. Das war einfach eure beiden Idee, also, dass ihr die Pumpen festschraubt. Nein, er hat gar nichts damit zu tun. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur zugeguckt. Ei, hat auf einmal gemacht. Ihr habt doch gelernt in der verdammten Schraubschussschule, dass die Pumpen nicht mehr. Notfall. Captain, es gibt fast kein Trinken mehr. Naja, das ist jetzt nicht so ein großes Notfall, wie bitte? Dass wir jetzt. Natürlich ist das ein Notfall, wir haben kein Trinken mehr. Also, die ganzen Familien, die werden da sterben, wenn wir nichts unternehmen. Und sie sagen, das ist okay? Dann nehmen wir eben kurz einen Zwischenhalt auf dem Zwergplaneten. Das ist mir scheißegal, solange das Schiff nicht funktioniert, können wir auch kein Trinken holen. Och Mann, Alter. Dass das Schiff nicht funktioniert, ha? Gott. Ja, ist in Ordnung. Ey, Starkiller, Bro, kommst du mit? Ja. Ey, Bro, an der Stelle vielen Dank, dass du die Schuld auf dich genommen hast. So, ja, ich meine, im Endeffekt so egal, lass unten besprechen. Ich geh jetzt auf jeden Fall was essen, Bro. Lass mal zum Essen gehen. In die Aula. Mann, ich habe übertrieben Hunger, Leute. Die haben so viel gearbeitet daran. Und dann gibt uns noch die Schuld, dass wir was Falsches gemacht haben. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll, Bro. So, was sagst du dazu? Ich finde das echt, nee, es geht nicht von ihm. Es geht gar nicht, Digga. Vor allem, dass er sagt, egal ist, dass wir kein Trinken haben. Oh, Mann. Also, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier in die Halle rein. Da muss auf jeden Fall der Koch da sein und uns was zu essen machen. Bro, ich sag dir ehrlich, langsam, das Essen hier schmeckt auch nicht mehr, Bro. Wir essen jeden Tag dasselbe, Digga. Typisch. Oh mein Gott. Schau dir das mal an, Bro. Das ist ja alles neu heute. Oh. Alter, Hot Dogs, Donuts, Burger. Das haben wir seit 10 Jahren nicht mehr gegessen. Pizza sogar. Oh mein Gott. Pizza-Brötchen. Herr Koch, ich hätte gerne mal die Chicken Wings, einen Donut, einen Burger. Ich hätte gerne von allem eins und für meinen Kollegen auch, bitte. Ja, bitte. Oh, okay, von jedem eins? Ja. Okay, da könnt ihr euch bedienen. Oh, danke schön. Alles gratis heute. Oh, Bro, let's go. Ich will jetzt meine Ruhe haben und ja. Ja, Digga, komm, ey, ich hab mir alles genommen, komm, lass uns hinsetzen. Jo. Oh, Digga, ich sag dir ehrlich, Bro. Wir müssen irgendeine Idee herausfinden, dass der Kommandant so sagt, du kannst gleich das Schiff haben, so dass er so reagiert. Weißt du, dass wir so eine gute Idee machen, weißt du? Ja, lass mal, was ist los, Herr Grasblock? Ist das wirklich dein Ernst? Du hast gerade unser Schiff halb geschrottet und du pumpst dich hier mit meine den Idee. Besten. Das war seine Idee. Wir haben beide Maschinenraum. Wegen euch muss ich jetzt weiter arbeiten und kann nicht essen. Mal. Also vielen Dank, ihr ganzen Tag versaut. Das ist so ein Vollhonk, Bro. Okay, tschüss. Bro, wir müssen auf jeden Fall was richtig Krasses entdecken. Was zum Beispiel, was hältst du davon, wenn wir so eine eigene Pumpe erfinden, dass wir mäßig ins All furzen, Digga? Und dann sind wir auch schneller, weil das ist ja Druck, weißt du? Ja. Wollen wir ihnen das mal erzählen, dass wir uns alle nackig machen, mit Po rausgucken und alle furzen, Bro? Yo, das ist eine gute Idee. Das ist eine richtig gute Idee, Bro. Dann lass uns das auf jeden Fall machen. Dann komm mal bitte mit. Ich habe nämlich richtig, richtig gute Ideen. Ich gehe jetzt schlafen nach dem Essen und dann können wir das morgen erzählen, oder? Yo. Oh, Digga, das ist richtig gut, Digga. Dann lass uns mal... Wollen wir uns treffen? Vor der Kabine, ne? Ja, Bro, das Ding ist halt, du wohnst hier gar nicht bei mir. Lass uns doch mal in demselben Raum schlafen. Ich bin hier mit diesem Kommandant Grasblock in deinem Zimmer, Digga. Ich hab gar keinen Bock mehr auf ihn, Bro. Aber egal, komm du einfach auch. Du kannst ja auf meiner Seite schlafen. Wir haben genug Betten hier. Okay. So, Freunde, wir werden jetzt auf jeden Fall schlafen und morgen früh erzählen wir ihnen auf jeden Fall das alles, was wir ihnen erzählen wollten. So, Bro, ich gehe mich mal abschminken und so. Jo. Ja, meine Freunde.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst sehr gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und schaut sehr, sehr, sehr gerne bei Herr Schweinebacke vorbei. Macht ihm die 5000 Abonnenten voll. Lasst uns zeigen, was für eine krasse Community wir sind an der Stelle. Vielen Dank auch an alle, die auf Twitch vorbeigeguckt haben. Da lade ich nämlich, oder da mache ich jeden Tag Livestreams und das Ganze ist auch dort entstanden. Und ja, schaut gerne auf meinem zweiten Kanal vorbei. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen angenehmen, schönen Tag. Viel Spaß. Ciao, ciao. Bis morgen.